Mit bestimmten Orten verbindet man bestimmte Vorstellungen. Bei Spanien zum Beispiel denkt man an Sommer, bei Grönland denkt man an Schnee. Bei mir ist das jedenfalls so. Bei den Niederlanden denke ich an Windmühlen, an Käse und ich denke an Tulpen. Bloß wo dort wachsen die Dinger? Wieso habe ich bis jetzt doch keine zu sehen bekommen? Zum Glück habe ich den Jaco kennengelernt. Der Jaco wohnt dort, wo andere gerne Urlaub machen. Im grünen Herz der Niederlande. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, hat er gesagt. Darum haben wir uns jetzt Ende April hier verabredet. 2 Tage Urlaub in Südholland. Genauer gesagt in Reewijk-Dorp. 1 Tag Sightseeing durch die Tulpenfelder. Wie aus dem Bilderbuch. Mit dabei sind diesmal Ilse und Uwe, der Harald, meine liebe Frau Andrea und natürlich der Jaco als Reiseführer. Los geht's im Örtchen Lisse. Ja, die Tour startet hier heute in Lisse am Sporplatz. Da kann man, wie gesagt, kostenlos parken. Wunderbare Sache. Und ist hier ganz in der Nähe vom bekannten Keukenhof. Ist wohl so eine Freizeitanlage, so ferienparkmäßig, hätte ich fast gesagt, für Blumenliebhaber. Aber wir fahren jetzt hier raus in die Natur. Und 40 Kilometer sollen es werden. Und lass uns überraschen. Ganz genau weiß ich auch nicht, wo es hingeht. Hier ist das erste schöne, große, bunte Blumenfeld. Sind Narzissen, aber ist ja nicht minder schön, ne? Aber das sieht doch nach weißen Tulpen aus hier, oder? Das fängt ja schon ganz vielversprechend an hier heute Morgen auf dem ersten Kilometer. Ich habe den Jaco natürlich gefragt, warum gerade hier so viele Tulpenfelder sind. Das im Landesinneren gibt es das ja nicht. Wir verbinden die Niederlande, also ich zumindest, automatisch irgendwie auch mit Tulpen. Und der Jaco hat uns erklärt, zum einen sind die Bodeneigenschaften dafür hervorragend geeignet. Das ist so ein Moorboden mit Sand gemischt, dass die da optimal wachsen können. Und zum anderen friert es hier nie im Frühjahr. Dass das Meer halt in der Nähe ist, die Nordseeküste, ist es so, dass der Boden praktisch hier nie Frost bekommt und deswegen das Ganze hier auch wohl so gut funktioniert. Tippitoppi. Ja, was mir spontan einfällt bei den Bildern hier, ist irgendwie Flower Power, ne? Das passt hier. Wo wir mit Tulpenfeldern hier schon bei Klischees der Niederlande sind, ist ja auch sowas, was der Harald hat es mir gerade noch mal erzählt, er hat es auch als Kind zu vermittelt bekommen von seinen Eltern, ich auch. In den Niederlanden haben die Leute keine Gardinen an den Fenstern, weil es eine Gardinensteuer gibt. Hat der Jaco uns gerade aufgeklärt, das ist Quatsch, das ist gar nicht richtig so. Es ist so, dass von der Religion her die Niederlande ja kalvinistisch geprägt sind. Das ist eine sehr, sehr offene Haltung und damit man nichts zu verbergen hat vor dem Geistlichen im Ort, dass der Pfarrer halt durch den Ort gehen konnte und überall reingucken konnte. Darum hatte man keine Gardinen an den Fenstern. Also dass man nichts zu verbergen hat. Jetzt nicht, weil man eine Steuer zahlen muss. Wieder was gelernt. Und ist ja schon ganz schön was los hier heute Vormittag. Und wer schon mal in den Niederlanden Fahrrad gefahren ist, dem fällt direkt auf, das können eigentlich fast alles keine Niederländer sein, denn die meisten haben Fahrradhelm auf. Das ist völlig untypisch hier. Höchstens Radsportler haben hier einen Fahrradhelm auf und sonst fährt ja nicht mal der Rollerfahrer mit dem Fahrradhelm. Mit dem Fahrradhelm sowieso nicht, aber überhaupt mit dem Helm. Darum, alles Touristen, so wie wir. Ist aber auch herrlich hier zu fahren zwischen den Blumenfeldern, sind ja nicht nur Tulpen, aber überall, wo man hinguckt. Es ist schön bunt. Kriegt man direkt gute Laune. Ja, liebe Leute, hier seht ihr jetzt die moderne Frau Antje aus den Niederlanden. Nein, es gibt hier wohl am kommenden Wochenende ein Blumenkorso und die Dame sitzt dann wohl auf einem Wagen. Und hier unten steht dran, 3. Preis, 34 Punkte. Das heißt, es gab wohl einen Wettbewerb, wer hier die schönsten Dinge macht. Aus, da muss ich es mal anpacken. Was sind das? Ach, getrocknete Blumen sind das. Ah.
Da muss ich gucken, dass ich den Anschluss an meine Reisegruppe nicht verpasse. Kann man mal gucken, wo wir jetzt hier sind? Knotenpunkt 11. Also da haben sie das Tor von der Stege. Ja, der Jakob hat es gerade erklärt, dass das hier praktisch im 17. Jahrhundert sozusagen die Autobahn hier vor Ort war. Also dieser Weg hier von Den Haag nach Amsterdam, von Haarlem nach Den Haag. Dass man mit der Kutsche dann praktisch hier gereist ist oder beziehungsweise mit dem Boot hier auf dem Kanal und das Pferd dann das Boot gezogen hat. Das Pferd über Land und dann. So ist man früher gereist. Ja, und im 17. Jahrhundert war das hier dann die Hauptstrecke, wie gerade schon erwähnt, für die Kutschen. Mittlerweile gibt es ja hier eine Autobahn und da auch die Bahnstrecke, die hier parallel verläuft. Aber es ist immer noch eine Hauptstrecke hier für Radfahrer, wie man sieht. Guck mal, haben alle hier die gleiche Fahrradtasche. Cycle Tours. Interessant. Diese Tour durch die Tulpenfelder haben wir praktisch schon ja ab letzten Herbst uns vorgenommen. Und der Jakob hat dann geguckt, wann passt das eigentlich? Es gibt eigentlich nicht so einen längeren Zeitraum, wo man sagen kann, hier blüht alles. Das wechselt ja in den Feldern, dass die abgeerntet werden oder dann die nächsten blühen. Das ist ja nicht praktisch ein Stichtag oder eine Saison, wo über mehrere Wochen das Ganze hier ist. Und so Ende April ist jetzt doch wohl ein günstiger Zeitpunkt dafür. Und so, dass wir das Glück haben, hier noch wirklich einige Tulpenfelder in der Pracht der Blüte sozusagen hier zu erleben. Wunderbar. Ja, und hier haben die, so wie Jakob uns berichtet, die Holländer ihre Sehnsucht nach den Bergen gestillt und sich einen hier aufgeschüttet. Oder es ist eine Mülldeponie. Wir wissen es nicht. Ja, die Reisegruppe diskutiert gerade, ob wir jetzt hier ein Kaffeepäuschen einlegen bei Mama oder ob wir jetzt weiter radeln nach Noordwijk an die Nordsee. Wir fahren weiter, sehr gut. Das ist hier ein ehemaliges katholisches Krankenhaus für Geisteskranken. Ah. Und war riesig. Also, da gibt es alte Bilder. Also Psychiatrie würde man in Deutschland Psychiatrie, sagen. Psychiatrie, ja. Hier, das diese große Gelände hier. Ja. Mit diesem Gebäude hier, das ist hier. Und das ist, alles wird abgebrochen. Und das wird allemaal nieuwe woningen zijn. Nur dat gebouw hier wird dat blijft stehen. We zijn jetzt übrigens hier in Noordwijk Hout. Heb ik het richtig ausgesprochen? Noordwijker Hout. Langsam lerne ich auch die Aussprache. Tippitoppi. Ich habe vorhin ja gedacht, dass das getrocknete Blüten sind, aber das sind frische Blüten. Guck mal, hier können wir jetzt mal sehen, wie so ein Bild entsteht. Und einer hat da die Übersicht und weiß, welche Farben von den Blüten dahin müssen. Das ist wirklich wunderschön. Da kann ich euch den Geruch jetzt nicht vermitteln, aber riecht wirklich blumig.
Und da steht ja auch 20. bis 23. April, jeden Tag von 10 bis 17 Uhr, Flower Event. Oh, das ist ja der 21. April. Darum sind wir genau zur richtigen Zeit hier. Und im Hintergrund wird die Tribüne aufgebaut. Da gibt es wohl so eine Blumenparade. Und wir haben gerade schon so philosophiert, dass das so praktisch das Erntedank der Tulpenzüchter hier ist. Bei uns ist das Erntedankfest ja im Herbst für Gemüse und jetzt für Blumen ist das dann hier im Frühling. Und hier auf den Thron hier kommt dann wahrscheinlich die Tulpenkönigin. Hier kommt jetzt Jakobs Lieblingstulpenfeld, alles orange. Und wir fahren jetzt Richtung Nordsee in die Dünen. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen hier. Die Rollerfahrer, Mofa-Fahrer, alle auf dem Radweg. Wir sind jetzt hier bei Nordwijk am Strand angekommen. Der rote Pfeil, das sind wir. Wir laufen jetzt hier über die Düne rüber zum Wasser. Und man muss doch ehrlich sagen, ich bin da ziemlich dick eingepackt hier. Es ist auch ganz schön windig. Es ist Ende April, muss man sich vor Augen halten. Aber wenn man jetzt so steht, ist es richtig, richtig warm. Also optimaler Tag heute für die Tour. Ich muss noch eben hier die Räder ein bisschen sicher abstellen. Und dann geht's ans Meer. Wenn ich die Tasche nicht die ganze Zeit jetzt so mitschleppen muss, habe ich mir die jetzt zum Rucksack umgebaut. Das ist ja ganz praktisch. Bei der Falkenthal. Und dann muss ich bloß noch den Festzieher finden. Ja. Und dann geht's los durch die Dünen. Wir suchen uns jetzt hier so eine kleine Strandbude, wo wir noch einen kleinen Imbiss einnehmen können. Haben ja praktisch seit dem Frühstück auch nichts mehr gegessen. Jetzt haben wir es 14.30 Uhr, ein paar Kekse zwischendurch, das war alles. Die letzten 5 Stunden, das geht ja, 6 Stunden sind das sogar. Das geht ja gar nicht für ins Büro. Da müssen wir was dran machen. Ist eigentlich viel zu schön jetzt hier der Platz, um weiter zu radeln. Aber der Jakob hat ja noch ein bisschen Programm für uns. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und wir wollen ja, bevor es dunkel wird, auch wieder irgendwie ankommen. Und darum muss ich leider aufstehen, es geht weiter. Wir radeln jetzt hier gerade durch ein Naturschutzgebiet
Und alles, was hier an Holz am Boden liegt, das ist Sturmschaden. Das bleibt auch alles so. Es wird jetzt hier nichts weggeholt, wird nicht aufgeräumt im Wald. Das wird alles der Natur überlassen, damit dann sozusagen klarzukommen. Ja, hier jetzt nochmal der Touristenmagnet Keukenhof. Ich will jetzt ja auch nicht lästern, wir sind ja auch Touristen hier. Aber ist schon Wahnsinn, die ganzen Wohnmobile hier, Busse. Und da waren wir schon ganz dankbar, dass Jaco uns jetzt die Radtour durch die Tulpenfelder hier geplant hat. Und dass wir jetzt nicht in den Keukenhof gegangen sind, mit den Massen von Besuchern da durchgeschwommen sind sozusagen. Wir sind jetzt hier gleich wieder am Sportplatz in Lisse, wo wir die Autos geparkt haben. Aber die Tour ist noch nicht zu Ende, beziehungsweise der radfahrerische Teil ist dann schon zu Ende. Durch die Tulpenfelder und jetzt hier die Dünen mit der Nordsee. Einfach herrlich. Aber wir fahren jetzt noch nach Leiden. Der Jaco hat gesagt, wenn wir schon hier sind, dann müssen wir uns unbedingt angucken. So eine schöne Stadt und sehr historisch, alles sehr alt. Bin ich mal gespannt, was er uns da zeigt. Dann geht es halt zu Fuß weiter. Gibt es an die Radtour heute noch einen kleinen Spaziergang hinten dran und dann nehmen wir euch natürlich mit. Wunderbar. Waren jetzt, muss ich mal gucken, 44 Kilometer in 4 Stunden Fahrzeit. Das ist ja noch ein ganz, ganz guter Schnitt, ganz passabel. In 4 Stunden 44 Kilometer, da waren wir auch schon mal langsam unterwegs bei den letzten Touren. Ja, wir haben jetzt eine kleine Autofahrt hinter uns, glaube ich, 20, 30 Kilometer. Und sind jetzt hier nach Leiden gefahren. Ist das richtig ausgesprochen auch? Leiden? Nach Leiden gefahren. Und ich hatte ja gesagt, wir machen hier einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Das stimmt natürlich gar nicht. Wir fahren mit dem Fahrrad. Ich habe mal wieder nicht richtig zugehört. Und wenn wir nachher fertig sind, gehen wir da noch lecker essen. Hier im Pfannkuchenhaus hat der Jaco ausgesucht. Und da freuen wir uns schon drauf. Seit dem Frühstück gab es ja eigentlich nichts Richtiges mehr. Ein paar Kekse zwischendurch. Und ja, das stimmt gar nicht. Der Uwe hatte Mettwürstchen dabei. Der hat uns ein bisschen verwöhnt. So ist es ja nicht. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Leiden auf dem Fahrrad nach Leiden. So sieht das aus. Hier sehen wir jetzt den ursprünglichen alten Rhein. Der heißt aber dann der Waal, oder? Ja, Waal ist auch. Aber hier gibt es eigentlich 3 Flüsse, die Alte Rhein, Lek, genau. De Hollandse IJssel, ja. Ja. Und de Lek. Und früher, in het Zeitalter der Römer, war das hier de Grenze, de Limes van das Römische Reich hier. Ah, hier okay. Waren de Barbaren. Auf der anderen Seite waren die Römer. Ah so, hier die Barbaren, ja. Und auf der anderen Rheinseite die Römer. Ah ja. Und wir fahren jetzt hier entlang am historischen Rhein in Richtung Altstadt. Der Jaco sagt, dass aus seiner Sicht Leiden die schönste Stadt der Niederlande ist. Da sind wir mal gespannt.
Ja, Radfahren ist auch hier ein Leidenabenteuer. Man kann das so zusammenfassen, wer bremst, verliert. Einfach fahren, das scheint ja darauf eingestellt zu sein, dass man einfach fährt. Und wenn man bremst, dann wird es kritisch. Der Jakob hat uns gerade aufgeklärt, wo wir gerade abgebogen sind. Das ist die längste Einkaufsstraße der Niederlande. Sind natürlich schnell wieder abgebogen, als wir das erste Schuhgeschäft gesehen haben, bevor die Damen das mitbekommen. Ich habe heute schon gelernt, alte Kirche, dann ist es protestantisch, weil die Katholiken erst viel später angefangen haben, hier Kirchen zu bauen in den Niederlanden. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Sightseeing hier in Leiden, gucken uns die Burg aus dem Mittelalter an. Und der Jakob ist so gut und passt auf die Fahrräder auf, brauchen wir nämlich gar nicht abschließen. Tippitoppi. Dann geht es jetzt wieder hier ans Laufen, Treppensteigen. Jetzt wissen wir auch, warum Leiden Leiden heißt, ne? Der Jakob lässt uns ganz schön leiden hier, ne? Treppen steigen, durch die Dünen, laufen. Dabei wollen wir doch ganz faul eine E-Bike-Tour machen. Tja, sehen Sie mal wieder, ne? E-Bike-Fahren ist auch anstrengend. Und von hier oben hat man eine schöne Sicht auf die erste Kathedrale von Leiden. Das Geburtshaus von Rembrandt vom Rhein, der berühmte Maler. Aber das Geburtshaus an sich ist praktisch nicht mehr existent, wie man sieht. Das ist jetzt ein, das sieht nach 70er Jahre Neubau aus hier. Ja. Aber ja. Die Mühle, die er gemalt hat, die ist noch da. Ah, die berühmte Mühle. Da müssen wir mal eben hinradeln, wa? Das müssen wir mal angucken. Die Stadtmühle hier von Leiden. Ja, und jetzt zeige ich euch gleich hier die teuerste Gracht in Leiden, da wo die reichsten Leute wohnen. Wie man sie früher gewohnt haben. Aber ich glaube, hier wohnen heute auch nicht die Ärmsten, so wie es aussieht. Hier die Universität von Leiden aus dem 16. Jahrhundert. Und ich muss mal gucken, dass ich nicht die Orientierung verliere mit einer Kamera in der Hand. Und fahren jetzt auf die zweite Kathedrale von Leiden. So, natürlich auch protestantisch. Altes Gebäude.
So, wir haben gerade gelernt, hier die Pilgrimväter, the Pilgrim Fathers, sind die Gründer des amerikanischen Rechtssystems der Vereinigten Staaten, sind da wohl sehr bekannt und kommen halt hier aus Leiden. Genau, mit der Mayflower sind sie 1620 dann darüber gefahren. Nach jetzt insgesamt 65 Kilometern war unser Sightseeing-Marathon in den Niederlanden zu Ende. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Eindrücke in so kurzer Zeit bekommen habe. In der Videobeschreibung findet ihr die Komoot-Links zum Nachradeln. Der Jakob freut sich über Besuch aus Deutschland, dem er seine Heimat zeigen kann. Wer Interesse hat, mit ihm zu radeln, seine E-Mail-Adresse steht ebenfalls in der Videobeschreibung. Wir waren auf jeden Fall nicht zum letzten Mal bei ihm in Holland. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tot ziens, euer Swobo.